Hallo, willkommen zum heutigen Video über das eindimensionale Newton-Raphson-Verfahren. Dies soll ein Auftaktvideo sein für eine Serie von Videos über numerische Algorithmen. In diesem Video das Newton-Raphson-Verfahren für eindimensionale Funktionen, im nächsten Video dann das Newton-Raphson-Verfahren für mehrdimensionale Funktionen. Eindimensional heißt Funktionen f r nach r, also r hoch 1 nach r hoch 1. Wir wollen einen Punkt x erst finden, sodass f x erst ist gleich 0. Und wer sich fragt, wieso, was heißt x erst? Eigentlich würde man in der Literatur schreiben x Stern und LaTeX, welche in der Wissenschaft eine weit verbreitete Textsetzungsumgebung ist. Dort erzeugt man diesen Ausdruck mit x hoch erst. Ich finde es sehr griffig. Nutze das in meinen Programmdokumentationen, um zu schreiben, x erst, also ein ausgezeichneter Punkt. Dadurch ausgezeichnet in diesem Fall, dass er genau die Nullstelle ist, die wir suchen. Ich importiere mir die Math Library, außerdem von Typing, Callable und Union. Das werden wir gleich brauchen. Ich habe hier auch schon mal eine sehr simple Funktion vorbereitet. Also der func nimmt x eine float an, also ein eindimensionaler reeller Wert, und gibt ebenfalls seinen solchen wieder zurück. Und zwar ganz konkret ist das der Sinus von x plus 2,1 mal x. Ein ganz simples, fiktives oder akademisches Beispiel, wo wir die Nullstelle bereits kennen. Die einzige Nullstelle, die diese Funktion hat, x erst, ist in 0,0. Damit können wir jetzt auch gleich loslegen. Wir wollen eine Funktion Newton. Diese Funktion Newton nimmt als Parameter an eben genau eine Systemfunktion einer nichtlinearen Gleichung. Das ist ein Callable, also Python-Sprech für eine Funktion, die ein Float annimmt und ein Float zurückgibt. Außerdem für Nullstellenlöser typisch erwarten wir schon einen initialen Guess, also eine Vermutung, eine ungefähre Vermutung, wo die Nullstelle liegt, in Form eines sogenannten Startwertes x0. Und damit können wir auch gleich loslegen. So, das Newton-Raphson-Verfahren, ja, vielen Dank PyCharm, ich benutze PyCharm als Entwicklungsumgebung. Hier war es jetzt etwas überambitioniert, mir bei der Dokumentation helfen zu wollen. Normalerweise hätte PyCharm damit auch recht, aber für dieses Video wäre es ein bisschen over the top. Es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Nein, aber das Newton-Raphson-Verfahren, wie funktioniert das? Es definiert eine Sequenz, determines or find, eine Sequenz oder Folge von Werten xn mit n größer gleich 0, eine unendlich lange Folge, wobei or such that xn plus 1, also ein beliebiger generischer Nachfolger in unserer Sequenz, auf seinem Vorgänger basiert, plus einem Anpassungsterm, einem Offset-Term, der da auch die Newton-Richtung genannt wird. Und diese Newton-Richtung, die berechnen wir wie folgt. Sie ist die Funktionsauswertung an diesem Vorgängerwert geteilt durch die Ableitung. Okay, jetzt sehen wir hier also schon, wir brauchen Ableitung. Meine Beispielfunktion hier oben ist so simpel, ich könnte die Ableitung natürlich einfach hinschreiben, aber wir möchten ja mit der Arbeitshypothese an diese ganze Sache herangehen, dass die Funktion, deren Nullstelle wir berechnen wollen, die kennen wir a priori nicht und wahrscheinlich kennen wir deswegen auch ihre Ableitung ad hoc nicht, oder sie ist zu groß, zu lang, dass es noch effizient wäre, eine Ableitung hinzuschreiben, oder es ist schlicht und ergreifend, abgesehen von der prinzipiellen Eigenschaft differenzierbar zu sein, für uns nicht möglich, eine Ableitung als geschlossenen Ausdruck hinzuschreiben. Ich möchte in einem späteren Video nochmal auf diesen Punkt eingehen, wie wir geschickterweise Ableitungen am Computer berechnen können, den Prozess des Ableitens weitestgehend automatisieren, Stichwort algorithmische oder automatische Differenziation. Aber für dieses Video, um im Rahmen zu bleiben, werden wir die sogenannten finiten Differenzen benutzen, ja, Compute Finite Diff, so
So, und diese finiten Differenzen, also finite Differenzierung, wir benötigen eine Funktion f, wir benötigen eine Funktion x, wir benötigen einen Punkt x, an dem wir differenzieren wollen, und wir brauchen einen Parameter h, für den ich hier auch schon mal ein Default angeben möchte. So, was ist die Idee der finiten Differenzierung? Die Idee ist, dass formell, zumindest im eindimensionalen Fall, Differenzierbarkeit definiert werden kann. F' von x ist der Limes von h geht gegen 0 eines Bruches, und zwar 1 durch h mal f von x plus h minus f von x. Ist doof. Schreiben wir hier durch h einfach mit dazu. So, das ist die formelle Definition. Motiviert natürlich f', also die Ableitung, zu approximieren, einzig und allein über diesen Bruch, diese sogenannte finite Differenz für ein kleines h. So, den Bruch, genau wie er hier steht, den können wir eigentlich im Grunde auch genauso nehmen. So, ja, return f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Soweit so gut, würde man denken. Aber jetzt sehen wir hier, wir berechnen f von x, und wahrscheinlich, beziehungsweise ich weiß ganz genau, dass wir f von x später eigentlich gerne nochmal berechnen würden oder nochmal verwenden würden. Also legen wir es uns doch clevererweise ab, wenn wir es dann schon einmal berechnet haben. Legen wir es ab und geben es zusammen mit der Ableitung einfach zurück. So, fertig, aus. Damit kommen wir wieder zurück zu der Newton-Sequenz. Wir wollen eine Vorschleife vor i in Range. Wir wollen also diese Folgenvorschrift wieder und wieder ausführen. Das können wir entweder in einem While oder besser vielleicht in einer Vorschleife realisieren. Warum ist ja eine Vorschleife geeignet? Naja, wir wollen ja nicht, dass Newton einfach für immer und ewig iteriert, insbesondere in einer Situation, wo es eine Nullstelle vielleicht gar nicht finden wird und nicht finden kann. Wir möchten einfach, dass es das ein paar Mal probiert und nach einer maximalen Anzahl von Iterationen aufgibt. Also for i in range max iter, oder noch genauer 1 bis max iter plus 1. Jetzt gibt es dieses max iter noch nicht, das muss also demzufolge hier oben ein Übergabeparameter werden, und per Default gebe ich jetzt einfach mal 25 vor. Da scheiden sich die Geister, was man da jetzt... Also, der Default ist auch nicht wichtig. Weil es ein Default ist, kann ich es ja beim Aufruf jederzeit überschreiben, wenn es mir nicht gefällt. Innerhalb dieser Vorschleife wollen wir als erstes diese Newton-Richtung berechnen. Das heißt, dass wir als allererstes überhaupt uns erstmal den Ableitungswert und den Funktionswert von f abholen mit Hilfe der gerade frisch definierten Compute Finite Difference Function. So, f ist f, x ist, ja, xn. Wenn immer also die n-te iterierte, das müssen wir vorher aber natürlich erstmal sagen, was ist denn xn? Na, ganz am Anfang ist xn natürlich der Startwert x0. Wir labeln einfach den Startwert um, aber später wird ja xn immer wieder angepasst und überschrieben, und nach jeder Überschreibung brauchen wir einmal diese Ableitung, das übergeben wir hier als Parameter. Und wir brauchen eine Schrittweite h. Nun hat h hier oben ein Default, das war vielleicht deswegen auch gar nicht so klug. Nein, da wollen wir eigentlich vielleicht gar kein Default übergeben, sondern wir möchten das hier immer explizit setzen. H ist h, aber h kennen wir gar nicht. Also machen wir h zu noch einem Parameter unserer Newton-Methode. Vielleicht sogar vor max eta. Ach, wo genau ist eigentlich? Spielt auch eigentlich gar nicht so eine große Rolle. So, mit h berechnen wir den Funktionswert, die Ableitung, und damit können wir die Newton-Richtung implementieren als minus minus fn durch dfn. Lasst mich mal ganz kurz hier drüben spicken. Ja. Ach so, ja, genau. Und jetzt schließen wir ab.
indem wir xn updaten, um genau den Newton-Schritt. So. Im Grunde haben wir wirklich das Mindeste, das reine Skelett der Newton-Iteration auch schon fertig. Soweit fertig, dass wir die sogar schon mal probieren können, ausprobieren können. So, Newton f ist gleich func, unsere Beispielfunktion. Und x0 ist, ja, alles außer 0. Sagen wir einfach mal Pi, warum nicht? Führen das aus und wir bekommen zurück 0.0. Ja, klingt plausibel. Also wir haben uns ja durch Vorüberlegung schon vergewissert, das ist tatsächlich die Nullstelle. Also unsere Methode hat von Pi aus die Nullstelle gefunden. Aber, und da können wir jetzt ja hier oben mal, ich würde übrigens auch vorschlagen, halt, also entschuldigt, aber, und wir können uns hier das i mit zurückgeben lassen, also die Zahl der Schleifendurchläufe. Jetzt kommt das große Aber, 25. Ist also genau diese 25 mal komplett durchgelaufen. Natürlich, es war ja nichts da, was ihn davon abgehalten hat, was uns zu den sogenannten Abbruchkriterien führt. Abbruchkriterien, ich möchte das Ganze jetzt hier kompakt und schnell halten. Wir definieren vier weitere Parameter, mit denen die Newton-Funktion aufgerufen werden kann, optional, die aber per Default schon mit einem Wert belegt sind. Das ist die absolute Toleranz in der Domain, also im Definitionsbereich, die relative Toleranz im Definitionsbereich, absolute Toleranz im Wertebereich und relative Toleranz im Wertebereich, beziehungsweise Englisch Range. Mit diesen vier Toleranzwerten können wir jetzt also Toleranz-Checks, Checkups machen. Also Tolerance-Checks. Wir können ein Domain-Check ausführen. Das ist, wir interessieren uns für den Abstand zweier aufeinanderfolgender Iterierte, xn plus 1 und xn. Und wie sich diese Abstände entwickeln, beziehungsweise wann diese Abstände so klein geworden sind, dass wir sagen, das weitere Iterieren bringt hier nichts mehr, wir können abbrechen. Und diesen Abstand, den kennen wir. Das ist nämlich gerade genau Delta Xn, also der Newton-Schritt. Wir wollen also wissen, wann ist der kleiner gleich seinem absoluten Kriterium. Auf der anderen Seite, ich schreibe das jetzt mal hier in kurzen Kommentare, wird es auch interessant sein, deswegen der relative Toleranz-Check, wenn ich jetzt nicht nur, wenn ich mir jetzt nicht nur anschaue, wie sich diese Abstände total entwickeln, sondern wenn ich sie ins Verhältnis, in Relation setze zu dem Niveau, auf dem die Iterierten gerade leben, dann nenne ich das einen relativen Vergleich. Problem nur, falls dieses xn zum Beispiel, wenn schon der Startwert ganz zu Beginn 0 ist, oder dieses xn zwischendurch 0 wird, würde ich hier durch 0 teilen und dieser Ausdruck würde einen Fehler in Python werfen. Das heißt, ich kann diesen Nennerwert einfach hier drüben an den Zähler ran multiplizieren und erhalte einen äquivalenten Vergleich. Und kann jetzt sagen, also entweder meine Abstände sind absolut kleiner als meine Toleranz oder meine Abstände sind relativ kleiner als meine Toleranz. Gibt es hier einen tollen Trick. Kann man zum Beispiel in SciPy sehen. Das wird da oft gemacht, wenn Methoden eine absolute und eine relative Toleranz als Übergabeparameter nehmen. Man kann diese Summe bilden. Man schaut sich an, ob die Abfolge von Iterierten kleiner gleich dieser Summe ist. A-Toll und R-Toll mal dem Ausgangsniveau. Dann haben wir jetzt hier unseren Domain-Check und sehr analog dazu auch der Range-Check. Wir gucken uns die Abstände der Abbildung der Iterierten an. Diesen Abstand, den haben wir jetzt noch nicht berechnet oder definiert, deswegen weist mich Python hier zu Recht darauf hin, diese Variable ist ihm noch gänzlich unbekannt. Aber ich korrigiere erstmal kurz alle anderen Größen. Wir verwenden jetzt hier also Atoll ran für Range, Atoll ran für Range und hier natürlich auch das Grundniveau ist nicht der Betrag von xn, sondern der Betrag von fn. Jetzt müssen wir aber dieses Delta fn definieren. Dazu schlage ich
Folgendes vor. So, oben übrigens auch vergessen. Immer schön alles dekorieren in Python, ne? Annotieren. Immer schön hinschreiben, was für ein Typ das haben soll. Das verlangt Python zwar nicht. Python fängt damit auch nichts an, aber es ist natürlich interessant für Entwickler, andere Entwickler, die auf euren Code schauen, zu gucken, was habt ihr euch denn dabei gedacht, bei dem, was ihr hier so hinprogrammiert, oder was habt ihr denn erwartet, was da irgendwo rauskommt. Und hier habe ich, also, und hier erwarte ich also, dass das eine Float ist. Wir initialisieren das einfach mal von vornherein her als 0,0, weil wir von vornherein erstmal noch keine Funktionswerte weiter kennen, können aber später hier apply updates, ja, die Newton-Richtung ist ein Update, wir können aber hier als Update dieses Delta Fn zumindest schon mal Fn setzen, damit es dann beim nächsten Schleifendurchlauf unmittelbar vor den Checkups und nachdem wir ja gerade frisch neue Funktionswerte berechnet haben, können wir es updaten und Fn abziehen. Das definiert uns implizit die Abstände der Funktionsbilder der Iterierten und damit haben wir jetzt also auch den Range-Check abgeschlossen. Das heißt, dass wir jetzt insgesamt diese Checks, nachdem wir sie ausgewertet haben, auch ausführen, das heißt die Konsequenzen ziehen. Und bedeutet, wenn einer von diesen Checks positiv ist, dann break, dann unterbrechen wir die Vorschleife. Würde diese Vorschleife einfach niemals unterbrochen werden, dann können wir zumindest heuristisch davon ausgehen, success, false, dann können wir heuristisch davon ausgehen, dass die Newton-Iteration wohl schiefgelaufen sein muss. Denn diese Abbruchkriterien helfen uns nicht nur früher abzubrechen, sie helfen uns auch zu entscheiden, ob wir eine solche Newton-Iteration als erfolgreich erachten oder nicht. Das bedeutet, dass wir ganz am Anfang mal dieses Success-Wert als bool und mit true initialisieren. Also wir gehen ganz optimistisch in unsere Vorschleife rein. Das wird schon klappen. Wenn es nicht klappt, wird es zur Not halt am Ende Success of False gesetzt und die Newton-Iteration wird uns am Ende dann schon mitteilen, was ist oder was nicht ist. Auch, weil wir dann schon einmal das ganze Framework zur Hand haben, können wir uns auch ein letztes Mal Ableitung und Funktionswert ziehen. Dann können wir hier mit Newton nämlich auch gleich mit zurückwerfen als eine Convenience Surplus oder als eine Beigabe Funktionswert und Ableitung im Sinne der Iteration an den Punkt xn. So, jetzt können wir unsere Newton-Raphson-Methode nochmal laufen lassen und jetzt sehen wir hier, wir gehen nicht mehr 25 Mal durch unsere Schleife durch, sondern nur noch 9 Mal. Ableitung 3,1, Funktionswert 0,0, an der Stelle 0,0 und die Methode findet, sie ist konvergiert. Super. Bevor wir das Video abschließen, möchte ich gerne noch als Kirsche obendrauf folgendes bisschen Code mit reinkopieren. Huch, was habe ich da jetzt gemacht? Entschuldigt. Und zwar, wenn ich eine Funktion habe, deren Nullstelle ich bestimmen möchte, die aber in der Auswertung sehr teuer ist, haben wir hier wirklich ein sehr simples Beispiel, aber man kann sich vorstellen, eine Funktion, die vielleicht Dynamiken von Luftbewegungen um die Tragfläche eines Flügels herum beschreiben soll, das sind Funktionen, die sind schon überhaupt sehr teuer in ihrer Auswertung, wo sie schon f von x zu berechnen viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich möchte also gerne einen Nullstellenlöser haben, der die Zahl der notwendigen Funktionsauswertungen, um eine Nullstelle aufzufinden, minimiert. Umgekehrt heißt das, dass mich unter Umständen bei einem Nullstellenlöser, wie zum Beispiel der Newton-Raphson-Methode, am Ende des Tages interessiert, wie oft ist meine Funktion f denn aufgerufen worden. Und mit diesem Code, den ich hier gerade reinkopiert habe, können wir diese Frage automatisiert beantworten. FunCallCounter ist eine Klasse, die eine Funktion in Haft nimmt und einen internen, nennen wir es mal Counter, und einen internen Counter definiert, die selber wiederum als Funktion aufrufbar ist, dabei diesen Counter um 1 erhöht und schlicht und ergreifend den Funktionswert der hinterlegten Funktion 1:1 weiterreicht. Da können wir hier also ganz am Anfang sagen, okay, fun prime ist func call counter von der Funktion fun is f
als auch fun is compute finite differences. Um sicherzugehen, dass ich die Funktion f danach nicht benutze, sondern konsequent diese Fun-Call-Counter-Variante von f benutze, lösche ich die Referenz. Das heißt, hier steht nicht f, hier steht fun oder da muss fun stehen. Hier auch fun prime, hier unten fun prime und hier muss fun stehen. So, jetzt kann ich nämlich fun.counter und fun_prime.counter. Kannst also noch zwei Integer-Werte mit zurückwerfen. Hier 20 und 10, die mir jetzt also sagen, wie oft ist meine Funktion ausgewertet worden und wie oft habe ich versucht, sie abzuleiten. Also 9 iterierte, 20 Auswertung, 10 Ableitung. Das Einzige jetzt ist hier, dieses Tupel ist unlesbar, also als wirklich allerletzten Abschluss schlage ich darüber auch noch vor, dass wir die Ergebnisse nicht als ein ominöses Tupel, sondern als ein Dictionary zurückgeben, das wirklich deskriptive, also selbstbeschreibende Schlüssel für die Ergebnisse, für die Einträge in dem Ergebniskonglomerat hat. So I ist nit number of iterations. Fun counter ist nfev, number of function evaluations. Und hier ngef, number of Jacobian evaluations, weil im mehrdimensionalen Fall werden Ableitungen auch Jacobi-Matrizen genannt. So, wenn ich diese Funktion jetzt noch einmal ausrufe, dann sehen wir, success is true, x ist 0, fx ist 0, dfx ist 3, 1, number of iterations 9, number of function evaluations 20, number of Jacobian evaluations 10. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nächstes Video, mehrdimensionales Newton-Verfahren, und in der Folge dann schauen wir auf die algorithmische bzw. automatische Differenziation, um den Ableitungsprozess zu verbessern, statt finite Differenzen dann echte Ableitung berechnen zu können, ohne sonderlich viel über eine Funktion vorher wissen zu müssen. Also dann, bye bye!